Es wird oft allerdings, das ist zu meiner Erfahrung da draußen, einfach gar nicht geguckt, ob noch B12 oder sonst irgendwo ein Thema ist, sondern die infundieren einfach gnadenlos immer Eisen. Ja, Und das ja. halte ich für falsch. Okay, Liebe danke. Freunde der Naturkunde, heute soll es um ein weiteres orthomolekulares Thema gehen, nämlich um das Thema Eisen. Und ich habe mir wieder einen sehr kompetenten Gesprächspartner gesucht, den Dr. Simon Feldhaus von der Paramed in Baar in der schönen Schweiz. Und ja, lieber Simon, das ist ja schon, ich habe mal nachgezählt, das vierte Video aus der Infusionsreihe. Wir haben jetzt schon eine Ja. richtige Reihe, müssen aber eine Playlist bei YouTube machen. Ja, genau. Und Eiseninfusion ist ja wirklich ein großes Thema bei uns in der Praxis, aber ich glaube auch außerhalb unserer Praxis werden viele Eiseninfusionen gemacht. Aber ich denke, es werden auch viele Eiseninfusionen nicht gemacht, die vielleicht durchaus indiziert gewesen wären. Und manchmal werden aber, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Eiseninfusionen gemacht. Wir müssen also sehr differenziert und kritisch damit umgehen. Und das Ja. würde ich jetzt sehr, sehr gerne mit dir diskutieren. Ja, das werden wir gerne machen. Eisen gehört ja zu unseren essentiellen, also zu unseren lebensnotwendigen Spurenelementen. Ja. Und ich habe ja auch schon in mehreren YouTube-Videos wiederholt auf dessen Bedeutung hingewiesen. Zugleich beobachten wir aber einen Eisenmangel bei unseren Patienten recht häufig. Wen siehst du denn als besonders gefährdet für einen Eisenmangel an und wie können wir diesen denn erkennen? Ist tatsächlich so, es ist ja nun mal absolut essentiell und es wird in unglaublich vielen Körperbereichen gebraucht. Aber am Ende, es hängt davon ab, dass ich auch genügend aufnehme, einnehme, sprich esse. Da fängt es ja schon mal an, die Zufuhr. Und natürlich ist dann schon mal der erste Risikofaktor eisenarme Ernährung. Das heißt, wenn ich Nahrungsmittel bevorzugt esse, die wenig, im Extremfall gar kein Eisen enthalten oder wo die Eisenverwertung, sprich die Aufnahme, nicht so optimal sein könnte. Rein biologisch gesehen, ist Eisen in tierischen Nahrungsmitteln besser aufnehmbar wegen der Verbindung 3 plus 2 plus Eisen. In pflanzlichen Produkten ist es etwas schlechter aufnehmbar. Und wenn ich jetzt rein pflanzlich oder strengst vegan lebe, kann es passieren, dass einfach trotz bewusster Zufuhr die Aufnahme nicht über den Bedarf geht. Und dann ich tatsächlich in den Manko komme. Also es liegt an der Zufuhr. Und dann gibt es natürlich viele Fälle, wo der Bedarf einfach höher ist. Sei das jetzt Schwangerschaft, Stillzeit, da muss ich das Baby beides mal mitversorgen. Hochleistungsstoffwechsel wie Sport, wo ich halt auch sehr viel Bedarf. Und dann sind natürlich auch Entzündlichkeiten dabei, die teilweise den Eisenstoffwechsel wie auffressen. Also es gibt verschiedene Dinge, wo vor allem der Bedarf höher ist oder eben die Zufuhr geringer ist. Und dann natürlich irgendwelche Krankheiten im Verdauungstrakt, wo dann die Eisenaufnahme mehr oder minder stark gestört wird. Ja, und natürlich Blutverluste wären noch zu nennen. Dann, ja. Akut bei einem Unfall oder einer Operation oder auch chronisch ständige Blutverluste, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa Ja. zum Beispiel. Ja, oder die Mir fällt noch, Hypermenorrhoe der Frauen. Ja. und ja, natürlich, ich glaube, das ist eine der Ja, Hauptursache für genau. Eisenmangel, gerade bei den jungen Frauen. Ja. Da kommt noch zusammen, viele junge Frauen sind ja eher auf der vegetarischen Seite, Ja. was ja auch völlig in Alles Ordnung ist, gut, aber ja. wenn die dann gleichzeitig eben starke Blutungen haben, dann Eben. kommen die natürlich in eine Bredouille sozusagen. Mangelzustand, genau. Bei den Sportlern fällt mir noch auf, dass da besonders diejenigen betroffen sind, die eher Laufsportarten haben. Also wir wissen das ja bei den Soldaten von der sogenannten Ja, genau. Marschhemoglobinurie. Wenn die so einen Ja. 50-Kilometer-Marsch gemacht haben, dass sie dann rotes Blut gepinkelt haben, Ja. weil die Eris durch den Marsch kaputt gegangen sind. Ja. Das kann natürlich Langstreckenläufern auch so passieren. Bei Schwimmern oder Fahrradfahrern beobachtet man das dann ja eher selten, ja. Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, die Und laufen ja nicht nur, die trainieren ja auch die ganze Zeit das ja. Laufen. Also, das ist ja nicht dieser eine Marathon, sondern die rennen ja vorher ganz viele Marathons zum Training. Und wenn man das addiert, dann kommt da einiges zusammen. Genau. Und weiß nicht, ob du auch die Beobachtung gemacht hast bei den Veganern. Ich habe Veganer, die haben gute Eisenwerte. Ja. Muss man nichts machen. Es gibt natürlich viele Veganer und Vegetarier, die keine guten Eisenwerte haben, aber es Ja. muss nicht immer ein Eisenmangel sein. Nein, das ist so. Also es ist verdächtig, aber bei weitem nicht garantiert. Es gibt offensichtlich, war ja auch nicht anders zu erwarten, hier wieder sehr interindividuelle Aufnahmefähigkeiten von Menschen, die halt auch aus schlechterer Quelle, wenn man es so sagen möchte, trotzdem genügend Eisen aufnehmen können. Das ist so, das kann man also nicht
von außen erkennen, sondern am Ende, ich muss es messen, sonst kann ich immer nur raten. Also im Zweifel messen, messen, Ja, messen. wie Bin bei ich auch schon vielen bei anderen den, Sachen. genau, bin ich auch schon bei der nächsten Frage. Was sind denn eigentlich nun die Normwerte für Eisen und was sind die optimalen Werte und warum unterscheiden die sich eigentlich voneinander? Das ist ja tatsächlich so wie in vielen anderen Sachen auch, Vitamin D oder sowas, wo man irgendwelche Normwerte angibt. Das ist vielleicht so der Wert, mit dem man gut überleben kann. Und das andere sind Optimalwerte, wenn ich bestimmte Bedürfnisse habe. Beim Eisen wird ja in der Regel dieses Ferritin benutzt als Parameter, wobei mir das alleine zu wenig ist. Aber wenn man es als Screening nutzt, ist es okay. Je nach Labor schwankt es dann zwischen 30 und 200. Da sieht man schon, dass es offensichtlich enorme Schwankungsbreiten von Menschen gibt. Denn das ist ja ein Riesenrange, der normalerweise viel, viel kleiner ist, wenn man das eingrenzt. Deswegen gilt so alles über 30 offensichtlich als normal. Und das bedeutet auch nicht, dass jeder Eisenwert, den man hat, bei 40 automatisch krank sein muss oder automatisch gesund sein muss. Du hast es eben auch schon mal erwähnt. Am Ende muss ich alles individualisiert auf den Patienten, auf den Fall bezogen auch betrachten. Wenn jemand kerngesund ist, sich wohlfühlt, keine Störungen hat und hat ein Ferritin von 40, muss ich nicht handeln, obwohl vielleicht optimal logischerweise etwas höher wäre. Aber zwangshaft muss der Wert auch nicht ansteigen. Optimal würde ich so ab 50 aufwärts bis vielleicht 100 beschreiben. Da haben wir dann schon das Problem, es gibt dann so Eisenzentren, die den Optimalwert bei 120, 150 bis 180 ansetzen, wo aus meiner Sicht definitiv zu hoch ist. Ja, da hast völlig recht, die Individualität, ich sehe das genauso. Also in der Regel ist für mich 50 so der untere Wert. Über 50 ist für mich gerade so ausreichend, über 75 ist es schon ganz gut. Wenn jetzt aber jemand einen Wert von 80 hat, ist aber furchtbar erschöpft, würde ich dem auch mal ein bisschen Eisen geben. Man Doch, kann, glaube ich, sicher. da nichts verkehrt mitmachen. Nein. Über 100, über 120 würde ich dann allerdings auch nicht mehr gehen, geben. Wenn dann Erschöpfung vorliegt, dann hat es meistens andere Ursachen. Eben Ja. das wird eben oft verpasst, Differentialdiagnosen zu stellen. Es ist nicht, Müdigkeit ist immer Eisen, sondern Ja, es könnte ja. Eisen sein. Es gilt aber erstmal auszuschließen, dass es nicht was anderes ist. Ja, aber nochmal die Frage, ich hake da nochmal nach. Warum sagen die Laborwerte, und manchmal geht der Wert ja von 20 bis 200 bei den Frauen und von 40 bis 400 bei den Männern, und warum sagen wir, na, wir wollen halt so einen Wert von 50 bis 120 haben? Das ist unser Optimalwert. Warum ist denn da so ein großer Unterschied da? Das eine ist halt, wie gesagt, das sind irgendwelche Normwerte, die man aus Blutspendebanken oder sowas entnommen hat und dann geschaut hat, was ist für eine Schwankungsbreite da, hat aber natürlich nie eine Anamnese gemacht, was dahinter steckt, warum der Patient oder der Mensch, wenn nicht immer ein Patient, so niedrige Werte haben könnte. Und am Ende, wir wollen ja, das gilt auch für Vitamin D und Ähnliches, wir wollen ja von einer Substanz die Option haben, dass sie seine oder ihre Funktion möglichst optimal ausbreiten kann. Das heißt, Eisen ist dann nicht nur für die Blutbildung da, da wird das meistens angesetzt. Also Eisenspiegel, keine Anämie, ja, dann ist das normal, da muss man gar nichts machen und Ja. verpasst dadurch, dass Eisen in den Mitochondrien zuständig ist, bei den Hormonen und. Und wir wollen ja die Option haben, dass das Eisen in all diesen Funktionsbereichen vorhanden ist und dann muss es eben höher sein als diese gerade noch zum Leben und für die Hämoglobinproduktion ausreichende Menge. Ja, also, da sprichst du einen Punkt an, da hatte ich auch jahrelang mit Probleme. Ich habe auch immer gedacht, ja, wenn der HB doch noch in Ordnung ist, dann ist der Sauerstofftransport doch gewährleistet, der kann doch deswegen nicht erschöpft sein. Ich bin auch erst viel später auf die Mitochondrien gekommen und die Atmungskette in den Genau. Mitochondrien braucht ja viele Stoffe. Die wichtigsten sind für mich Q10, Carnitin und eben das Eisen. Eisen, genau. Und die Erschöpfung in den Mitochondrien habe ich eben schon bevor ich den HB-Abfall in den roten Blutkörperchen habe. Ich habe richtig lange dafür gebraucht und ich glaube, viele Ärzte sind da noch lange nicht angelangt. Ich Nein, glaube, gar das nicht. ist Das da wird ganz, wirklich ganz wichtig, ja. roter Blutfarbstoff Und ist normal, dann geh wieder heim, fertig. Ja. ja, an meinen Patienten sage ich immer, wenn die sagen, ja, aber das ist doch normal, warum will ich das denn behandeln? Dann sage ich immer, naja, auf dem Laborzettel stehen die statistischen Genau, Normalwerte. genau. Statistisch normal heißt, 95% aller Menschen liegen in diesem Bereich. Ja. Das heißt aber nicht, dass das die biologischen Optimalwerte sind. Genau, einfach, Das wird dann ja. eigentlich recht gut verstanden. Ja, das ist Ja. völlig richtig, ja.
Ja, dann kommen wir jetzt noch mal langsam zu den Infusionen. Die Leitlinien oder die Vorgaben von den Krankenkassen besagen ja, dass wir vorrangig mit oralen Präparaten, also Ja. mit Tabletten, Kapseln, Tropfen, Sirup Ja. behandeln sollen. Ja. Und die Infusion sollte eigentlich nur die Ausnahme sein. Ja. Wann bezahlt denn nun die Grundversorgung eigentlich so eine intravenöse Eisentherapie anstandslos? Also es gibt offiziell diese, eigentlich gibt es zwei Kriterien. Das eine wäre natürlich Unverträglichkeit der Eisenpräparate. Das heißt, wenn ich Eisentabletten oder Tropfen, spielt keine Rolle was, also oral genommen habe und ich habe Bauchweh, Verstopfung oder irgendwelche Körpersymptome, Nebenwirkungen, die mir nicht ermöglichen, das Präparat zu nehmen, dann ist es gerechtfertigt, über eine Eiseninfusion nachzudenken. Und das Zweite ist, das hängt jetzt ein bisschen von Kasse zu Kasse ab. Die definieren das manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ich habe halt orale Eisentherapie versucht, aber es ist eben zu keinem adäquaten Anstieg des Ferritin gekommen. Das heißt, das kann ich nur im Labor beweisen. Ferritin, Eisentherapie, nochmal Ferritin. Und dann ist der Anstieg weit unter dem, was ich brauche. Und dann wiederum ist das auch gewährleistet. In der Regel erwartet man da so 3 Monate, die ich nehmen müsste, um zu beweisen, dass es nicht funktioniert hat. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, die Krankenkassen wollen eben, dass quasi ihr Normwert, der normale Genau. Normwert, unterschritten wird. Ja, Ja. wenn man da mit einem Wert von 48 Ferritin anfängt zu infundieren, dann sagt die Krankenkasse häufig, aber das ist doch völlig im Normbereich, warum wollen Sie Genau. das denn machen? Genau. Dann muss man dann immer noch ein bisschen mehr begründen, muss dann eben sagen, ja, aber schauen Sie mal, wir haben für 2 Jahre eine Infusion gemacht. Da war der Genau. Wert dann bei 117 und die Patientin hat sich super wohl gefühlt. Ja. Und in den 2 Jahren, wir haben jedes halbe Jahr gemessen, ist der Wert sukzessive runtergegangen. Genau. Und jetzt ist er mit 48 noch normal, in Anführungsstrichen. Aber die Patientin fühlt sich schon wieder sehr, sehr schlecht. Die hat sich eben bei 60, 70, 90 viel besser Genau. gefühlt. In 3 Monaten ist die eh wieder unten. Ja. Wollen wir die Patientin wirklich 3 Monate leiden lassen? Und dann haben viele Krankenkassen dann doch auch ein Einsehen. Ja, genau. Also es braucht wie immer halt so ein bisschen Arbeit, ärztlicher Aufwand. Es ist keine Selbstläufergeschichte. Es ist ärgerlich geworden, aber es ist jetzt halt nur, weil unser System ist so. Man muss das halt dann begründen. Und genauso am Ende ist es, es gibt Menschen, die fühlen sehr gut, ab wann der Eisenspiegel unter der Grenze ist. Die können einem fast vorhersagen, na, es geht gut, sicher um die 70 und jetzt ist er 50 und wenn man es dann misst, stimmt sogar. Ja, das stimmt, ja. Ich kenne einen Triathleten, der kann genau sagen, ob er über 120 oder unter 120 ist. Bei ihm ist 120 der Grenzwert. Darüber hinaus wird er auch nicht viel besser, aber unter 120 wird er schlechter. Der kann das auf die Zahl hinaus sagen. Ja. Finde ich super. Wann würdest du denn eine Infusion über die Richtlinien der Krankenkasse hinaus als indiziert ansehen, wo die Krankenkasse sagt, nee, das ist eigentlich noch kein Fall, wo du aber sagen würdest, na, dann würde ich aber doch infundieren? Also wie gesagt, ich mache noch neben dem reinen Ferritin oft noch Transferrin und Transferrinsättigung dazu, um so ein bisschen die Gesamtheit des Eisenstoffwechsels zu betrachten. Wenn jetzt zum Beispiel Ferritin tiefer ist und auch noch Transferrin, respektive vor allem die Sättigung schlecht ist, sodass man sehen kann, es wird auch nichts transportiert und eben die Symptome Erschöpfung, Müdigkeit oder andere Haarausfall oder so nicht durch andere Dinge erklärt werden. Also ich habe gesichert, dass es kein B12-Mangel ist oder ähnliches. Und dann eben, das ist dieses Argument mit den Mitochondrien. Für mich ist das dann die Symptome des Patienten, die ich nicht durch andere Ursachen einfach so erklären kann. Dann gehört das in den Indikationsbereich, den ich auch sehen würde. Es wird oft allerdings, das ist zu meiner Erfahrung da draußen, einfach gar nicht geguckt, ob noch B12 oder sonst irgendwo ein Thema ist, sondern die infundieren einfach gnadenlos immer Eisen. Und das halte ich für falsch. Okay, da komme ich gleich noch drauf Ja, zurück. Ja. genau. Ich sehe noch so eine Indikation, wenn wir wirklich sehr, sehr niedrige Werte haben. Gut, Also wir haben ja eben gesagt, bei 40 würden wir was machen, wenn der Patient Beschwerden hat. 20 ist der Grenzwert gut, von vielen Laborzetteln. Wir haben aber auch schon Leute gesehen, die haben einen Wert von 5. Und also die quasi kaum aus dem Bett rauskommen. Und wo man sagen können, okay, wenn wir jetzt hier mit oralen Eisenpräparaten anfangen, das dauert ein halbes Jahr, bis die in vernünftige Bereiche reinkommen. Und da muss ich sagen,
Ich sage dem Patienten auch, es kann sein, dass die Krankenkasse nicht bezahlt, aber ich würde einen Protest einlegen dafür. Es kann sein, dass die Krankenkasse immer noch nicht darauf anspricht, aber in dem Fall wollen Sie noch ein halbes Jahr warten Ja. und wirklich da auf dem Zahnfleisch kriechen oder wollen wir es wagen, da doch die Infusion machen? Also das sehe ich medizinisch dann wirklich für eine Infusion an, zu sagen, okay, in 2 Wochen bist du wieder auf dem Bein, da kannst du wieder Genau. leben, da kannst du wieder arbeiten, funktionieren. Das wäre für mich noch so eine Indikation, so ganz, ganz, ganz schrecklich niedrige Werte. Da Ja, absolut. habe ich auch noch Ja. nie gesehen, dass die Krankenkasse da einen Strich durch die Ja. Rechnung gemacht hat. Ja. Also muss man dann halt nochmal kurz begründen und sagen, ja, das haben wir jetzt gar nicht Ja. erst gewartet. Wenn der Wert so unter 10 ist, dann ist es eigentlich praktisch immer auch das Transferin, respektive die Transferinsättigung komplett tief und dann, das funktioniert nicht. Und das große Problem ist ja dann noch, ich habe da eine kleine Folie vorbereitet, die ich jetzt Ah ja, gut. gerade mal zeigen möchte. Hier sieht man kurz den Eisenstoffwechsel mal dargestellt und da gibt es eben eine Besonderheit, die man so ein bisschen beachten muss. Man sieht, wo man überall die Bedürfnisse hat, das haben wir eben schon mal drüber gesprochen, in vielen Bereichen auch und wie viel Eisen man dann eben doch braucht pro Tag und wo überall benutzt wird. Und wenn ich jetzt eben in ein Manko komme und muss das auffüllen, dann kommen wir in das Problem mit der gestörten Eisenresorption durch Dosierung. Wenn ich also einen sehr, sehr niedrigen Wert habe und versuche, den durch orale Zufuhr hochzufahren und ich nehme dann diese relativ hochdosierten Eisenpräparate, weil ich ja das Gefühl habe, ich muss irgendwie das Eisen zuführen, dann komme ich in den Bereich mit dem Hepzidin. Nämlich, wenn zu viel Eisen auf einmal in den Verdauungstrakt kommt, fährt der Körper ein Hormon namens Hepzidin hoch, wo dann die weitere Eisenresorption bremst. Das ist ein bisschen fies. Also, wenn ich Eisen aufnehme und ich habe wenig Eisen, dann nimmt der Körper auch voll das Eisen auf. Sobald ich recht viel Eisen in den Verdauungstrakt bringe, steigt mir das Hepzidin an und der Körper schützt sich wie vor Eisen. Also das heißt, ich bin so ein bisschen limitiert in der Menge, die ich oral geben kann, weil durch höhere Dosis immer wieder die Eisenresorption verhindert wird. Wenn ich das also bei einem Ferritin von 5 eisentechnisch oral mache, eben 3, 4, 5 Monate, das dauert elend lang. Und dann ist es eben viel intelligenter zu sagen, nein, jetzt füllen wir das mal auf, fahren parallel niedrig dosiert oral natürlich weiter, um das zu halten. Das macht unbedingt Sinn. Ja, also du hast es schon angesprochen, die Natur schützt uns mit dem Hepzidin vor einem zu viel an Eisen. Und wir sehen da ja schon, das Eisen ist nicht nur gut, im Mangel ist es natürlich gut, aber im zu viel ist es auch schlecht, ja. Wir kennen ja die Eisenspeicherkrankheit Hämochromatose, wo der Körper Eisen aufnimmt ohne Ende, weil da eben diese Hepzidin-Rückkopplung, weil die nicht mehr funktioniert. Und dann kriegen die irgendwann Probleme bis in das Organversagen. Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, das geht dann alles den Bach runter bei den zu hohen Eisenspiegel. Ja, und das geht schon ein bisschen dann in die Richtung, wo ich jetzt drauf hinaus möchte, nämlich auf das zu viel. Ich habe nämlich im Internet kürzlich mal einen Bericht über eine Frau gesehen, die hat in kurzer Zeit insgesamt 8 Gramm oder 8000 Milligramm Eisen infundiert bekommen. Wir haben ja eben in der Grafik gesehen, so der Gesamtbestand, alles über alles, Leber, Knochenmark und so weiter, der liegt so bei 4 bis 5 Gramm. Und dann ist sie irgendwann nach der letzten Infusion wegen Übelkeit, Kopfschmerz und Schwindel ins Spital gekommen. Und siehe da, was hat man gefunden? Natürlich exzessiv, also exzessiv hohe Eisenwerte und schon beginnende Leberschäden. Sie hat dann natürlich kein Eisen mehr bekommen. Es hat dann noch 1,5 Jahre gedauert, Oh, bis die Wahnsinn. Werte wieder in die Norm gesunken sind. Also wir können da auch mal ein bisschen des Guten zu viel tun. Ich meine, das ist natürlich ein Extremfall, aber was ich immer häufiger sehe, und dir wird es wahrscheinlich nicht anders gehen, dass immer wieder Patienten kommen mit Werten so von etwa von über 400, was ja auch schon nicht schön ist. Das sind Werte, da würde man bei dieser erwähnten Eisenspeicherkrankheit Hämochromatose, würde man schon an Aderlässe zur Entlastung denken, ja. Und dann fragt man, warum haben sie denn so hohe Werte? Ja, ich habe vor kurzem mehrere Infusionen bekommen, teilweise eben auch bei einem Spiegel von über 100 und dann, das finde ich noch verwerflicher, ohne jegliche Kontrolle Ja, zwischen den eben. mehreren Infusionen. Ja, was sagst du denn dazu aus deiner Warte? Ja, also eben, man muss beachten, Eisen eben, du hast schon gesagt, Januskopf, es hat zwei Seiten. Also erstens, es ist auch entzündungsfördernd, wenn es zu viel ist.
setzt freie Radikale frei. Und ja, am Ende, Krebszellen essen Eisen. Also wenn ich jetzt exzessiv Eisen zuführe, kann ich auch falsche Stoffwechselwege im Körper forcieren. Und deswegen halte ich es, ich für mich sogar ein Kunstfehler, Eisen über eine bestimmte Grenze bewusst, vor allem durch Infusionen, zuzuführen. Und das ist so, das habe ich auch schon erlebt. Angefangen mit 100, dann bekommen die 8 Eiseninfusionen in alle, irgendwie alle 3 Wochen eine. Es wird nichts kontrolliert, vielleicht mal am Ende, meistens gar nicht. Und ich habe das auch, junge Frauen, die vorher ein Ferritin von mal 40 hatten, ja, dann wurde es infundiert. Ja, 100, das langt noch nicht. Aber jetzt gehen wir gerade 6 hintereinander. Und ich habe einzelne junge Frauen, die 8 Monate lang ein Ferritin von über 800 hatten. Und eben, eigentlich ist das ein Fall für einen Aderlass. Also ich muss das schon lange wieder rauslassen. Aber auch das ist nicht immer die Lösung. Also ich halte das für ganz schwierig, weil dann erzählt wird, es muss unbedingt die Infusion sein, damit das funktioniert. Ohne Kontrolle, ohne Sinnhaftigkeit wird einfach ruminfundiert und niemand kontrolliert mindestens zwischendrin mal die Werte. Das ist für mich völlig unverständlich. Wir reden ja in der Naturkunde immer wieder von Antioxidation und Ja. es wird dann eben auch leicht vergessen, dass Eisen zumindest eben in der Überdosierung eine Ja. Ja. prooxidative Wirkung hat. Eisen Ja. rostet ja am Ja. Auto und Ja. bei uns in unserem Organismus kann es da eben Ja, genau. solche Ranzigwerdungsprozesse Ja. quasi auch anheizen. Ja. Gar nicht gut. Und das hat dann Folgephänomene auf ganz andere Gebiete, ja. Ja, und dann kriegen sie einerseits dann zu viel Eisinfusion, auf der anderen Seite kriegen sie dann grammweise Vitamin E und andere Genau. Antioxidantien reingekippt. Das Ja. macht irgendwie dann wenig Sinn, ja. Ja, richtig. Okay, können wir uns dann darauf einigen, dass Eisen ein quasi zweischneidiges Spurenelement Unbedingt. ist? Ein Mangel kann genauso schaden wie ein zu viel. Was können wir dem Patienten nur noch anraten, damit er weder in die eine noch in die andere Falle hineintappt? Am Ende ist es für mich ganz klar, dass man halt mit es sind ja, da wir ja von Infusionen reden, sind es in der Regel Ärzte, halt wirklich auch darauf besteht, dass eine Diagnostik erfolgt, dass man überprüft, ob die Werte wirklich indiziert sind und dann, wenn man etwas gemacht hat, nicht 5 Eiseninfusionen einfach machen, sondern mal eine, vielleicht 2 und dann aber auch den Wert kontrollieren. Und nur wenn der überhaupt nicht ansteigt, dann kann man ja nochmal diskutieren. Sehe ich fast nie, irgendwann steigt der Wert an. Aber es mag mal sein, dass es ein, zwei Ausnahmen gibt und man nochmal geben muss, aber einfach auch Zwischenkontrollen einfordern und nicht einfach nur akzeptieren, dass einer sagt, ja, kommen Sie jetzt mal alle 3 Wochen für das nächste halbe Jahr, wir machen jetzt einfach mal Infusionen, dann sagen, nö, das will ich nicht, ich will zwischendrin geprüft haben, ob ich es überhaupt noch haben muss. Ja, lieber Simon, vielen Dank für dieses wieder mal aufschlussreiche Interview. Also auch bei diesem Thema heißt es für den Patienten kritisch zu sein und Ja. selbstverantwortlich mitzudenken und mitzuentscheiden. Ja, ich kann allen Zuhörern nur viel Erfolg wünschen und gute Eisenspiegel. Gleichfalls, genau. Das ist ein guter Tipp.